Na, werte Crasher, was treibt ihr schon wieder hier? Heute sind wir... Alter, das ist mein Zimmer, ja? Das ist dein Zimmer? Holy shit, das ist dein Zimmer. Ich dachte, das wäre das Zimmer von einem 10-Jährigen. Was würdest du in einem Zimmer von einem 10-Jährigen machen? Das ist eine sehr gute Frage, die ich nicht beantworten kann. Moin Kinders, ich bin der Yoshi und heute findet ihr mich mal auf Controller Crash. Ja, und warum bin ich in deinem Zimmer und du auf meinem Kanal? Das ist auch eine verdammt gute Frage und ich würde sagen, die Antwort lautet Kollaboration. So, wir haben heute ein wunderbares Themenvideo für euch vorbereitet, das aus zwei Teilen besteht. Den zweiten Teil findet ihr natürlich auf meinem Kanal, JoshTat. Und dann... Gibt's den ersten Teil heute bei mir. Genau, und unser Thema lautet... 10 Punkte über Michael Bay! Alter! Das war viel zu motiviert. Aber weil wir cool sind und weil wir zwei sind, machen wir nicht nur 10 Punkte, sondern wir machen 20 Punkte, ja? 10 von mir, 10 von ihm. Kontra und Pro. Ja, ich bin Pro, er ist Kontra. Offensichtlich. Ich mag Michael Bay. Ich nicht. Punkt Nummer 1 sind die Transformers-Filme und zwar im Speziellen die ultra geilen Morphing-Sequenzen der Autobots, wo sie sich von Autos in Roboter transformieren und umgekehrt. Das sieht nämlich dann so aus. Was an sich ja auch wirklich cool ist, muss ich ja zustimmen. Die Dinger sehen beim ersten Mal gucken wirklich beeindruckend auch aus. Vor allem die Bots sehen beim ersten Mal angucken wirklich beeindruckend ultra aus. Ultra geil. Ja, aber, und dann kommt's dazu, dass man verdammt nochmal überhaupt nichts bei denen erkennt. Alle Michael Bay Figuren, die irgendwie mit CGI animiert sind, sind so überladen. Die sind so verdammt überladen mit irgendwelchen kleinen Details, die man alle nicht sieht. Und sie sind so überladen mit Details, dass sie am Schluss einfach nur dastehen wie ein riesiger Blob von etwas. Der muss sich halt konzentrieren. Ich meine, ist doch, Michael Bay traut seinen Zuschauern halt was zu, ne? Okay, Moment. Das möchte ich uns einfach mal speichern. Da komme ich nachher nochmal drauf zurück, ja? Da muss man sich konzentrieren. Michael Bay traut seinen Zuschauern was zu. Ja. Oh, scheiße, ich habe, glaube ich, gerade ein Eigentor geschossen. Egal. Nummer 2, The Rock mit Nicolas Cage, Sean Connery und Ed Harris. Und das ist wirklich der spannendste Film, den ich jemals gesehen habe. Das ist eine der frühen Produktionen von Michael Bay. Und das ist wirklich... Es ist... Boah, ich habe es teilweise nicht mehr gepackt. Ich saß da so... Das ist so spannend, das ist so geil. Da kann ich jetzt gar nicht widersprechen, das ist die Sache, weil hauptsächlich, weil ich ihn nicht gesehen habe. Pearl Harbor, komm. Den wiederum ich nicht gesehen habe? Ja, zum Glück, das ist nämlich der langweiligste Film in der Geschichte. Das ist über irgendein Kriegsereignis und hat eine Liebesgeschichte-Dreieck, die kein Mensch braucht. Es ist rassistisch wie sonst was, aber darauf kommen wir auch nochmal zu sprechen. Und Pearl Harbor ist ein furchtbarer Film mit furchtbaren Charakteren, den kein Mensch braucht. Und ich bin mir sicher, Pearl Harbor ist schlechter als The Rock gut ist. Also. Nein, ich bin mir sicher, dass es genau andersrum ist. Wenn das hier normal ist und hier ist The Rock, dann ist Pearl Harbor trotzdem da unten und damit gleicht dieses insgesamt nicht ins Positive aus. Nein, ich habe mal den Trailer von Pearl Harbor gesehen und Ben Affleck, Kate Beckinsale, na schon. Womit wir gleich bei Punkt Nummer 3 wären. Ganz genau. Denn Punkt Nummer 3 heißt, Michael Bay schafft es tatsächlich für jeden einzelnen Film nur hochkarätige Schauspieler, die man wirklich einfach vom Namen her absolut kennt, für seine Filme zu verpflichten. Deswegen, ich verstehe nicht so ganz, sind alle Hollywood-Schauspieler dumm, weil Michael Bay... Gut zahlt? Ja, die Schauspieler müssen zwar auch ihren Gehaltscheck füllen, aber Michael Bay kriegt immer die besten Schauspieler, der kriegt immer die... Der kriegt, also ich weiß nicht, ob der schon vorher so reich war, aber der kriegt immer sauhohe Budgets für seine Filme. Irgendwo muss das ja irgendwas bringen. Aber er macht aus diesen Schauspielern letztlich nichts. Ja, er hat gute Schauspieler, weil er große Schecks schreiben kann. So persönlich, so sehe ich das zumindest, ja. Aber er holt aus diesen Schauspielern letztlich überhaupt gar nichts raus. Es sind einfach nur Leute, die halt irgendwie dastehen und die man kennt und die auch an sich gute Schauspieler sind. Aber ich bin mir sicher, dass jeder Schauspieler andere Filme hat, in denen sie sehr viel besser rüberkommen und sehr viel bessere Rollen haben, als in den Michael Bay Film. Außer vielleicht The Rock, aber das weiß ich nicht. Außer vielleicht The Rock, als ob dieser Film so der einzige ist, wo alle Schauspieler richtig geil drauf sind. Und Bad Boys. Bad Boys, what you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad Boys. What you gonna do when we come for you? Den Text solltest du langsam drauf haben. Wir singen doch immer nur den Refrain. Punkt Nummer 4. Michael Bay bietet einfach jeden Film über rasantes, actiongefülltes Popcorn-Kino, das unterhaltsam den Abend füllt. Und es mag sein, dass seine Filme von der emotionalen Tiefe her nicht so besonders
originell sind, aber trotzdem, ich schaue mir Michael Bay Filme einfach gerne an. Moment, weil das ist, Moment, weißt du, was hier gerade kommt? Hm? Ein Flashback. Michael Bay traut seinen Zuschauern halt was zu. Das ist wiederum eine andere Sache, denn es kommt drauf an, ob er jetzt von seinen Zuschauern emotional was verlangt oder ob er von seinen Zuschauern konzentrationsmäßig was verlangt. In den Action-Sequenzen muss man sich nämlich durchaus konzentrieren. Weil sie so schlecht sind, aber darauf kommen wir auch noch zu sprechen. Nein. Die, doch. Die sind nicht schlecht. Doch, werden wir noch drüber reden. Okay. Du hast ja Popcorn-Kino. Ja, Michael Bay ist Popcorn-Kino. Das ist richtig. Aber das ist auch geil. Aber A, will man denn wirklich nur Popcorn-Kino machen? Und B, auch Popcorn-Kino kann Anspruch haben. Auch Popcorn-Kino kann kreativ und intelligent und witzig sein. Deswegen gibt es ja auch andere Regisseure. Ja, aber man will doch nicht immer nur dasselbe machen. Was ist denn das? Das ist so ein, hey, ich habe diese eine Sache und die kann ich gut, oder zumindest ein bisschen, oder Menschen glauben, dass ich es gut kann, und deswegen mache ich genau diese eine Sache immer und immer wieder. Und Punkt Nummer 5, der letzte Punkt dieses ersten Teils, den zweiten gibt's auf Joshtart. Schleichwerbung? Nein, Schmarrn. Sehr geschlichen. Ja, richtig. Sehr geschlichen. Nein, voll in die Frasche. Okay. Der fünfte Punkt ist es, genau. Das sind die rasanten Action-Sequenzen, die ich schon angesprochen habe, die einfach aber technisch brillant umgesetzt sind. Brillant! Es gibt da, ihr wusstet das gar nicht, ihr wisst es gar nicht, aber ich bin absolut brillant darin, über Finger verschiedene Situationen und Sachen darzustellen. Und ich stelle euch jetzt einfach mal genau eine Michael Bay Action-Sequenz vor. Die sieht nämlich ungefähr so aus. Ist doch geil. Habt ihr irgendwas erkannt? Nein, natürlich habt ihr nichts erkannt. Und genau so sind Michael Bay Action-Sequenzen. Klar, sie sind von dem technischen Aspekt, was CGI und so weiter angeht, sind sie super. Die sehen großartig aus. Aber du hast keine Ahnung, was passiert. Naja, das ist nur bei Transformers eigentlich so, würde ich sagen. Ich meine, wenn da echte Menschen miteinander kämpfen, Michael Bay geht mit der, also beziehungsweise der Kameramann von Michael Bay geht immer sehr nah ran, muss ich sagen. Aber man erkennt also bei, vor allem bei den frühen Filmen, Armageddon und Rock. Oh, und fangen wir nicht mit Armageddon an. Armageddon ist kein schlechter Film. Armageddon ist ein furchtbarer Film. Armageddon, ich finde den cool. Der ist zwar jetzt nicht unbedingt, also der hat sogar emotionalen Anspruch ein bisschen. Er drückt auf die Tränendrüse. Ob das jetzt gut ist, das sei, muss jeder für sich selber entscheiden. Ich find's nett. Nee, Armageddon ist, über Armageddon fangen wir gar nicht erst an. Bruce Willis, Ben Affleck. Zusammenfassend kann man also sagen, dass ich ganz klar gewonnen habe. Lach nicht so blöd. Die Zuschauer werden mir da. Ja. Die Zuschauer werden mir da recht geben. Ihr seid doch auf meiner Seite, oder Leute? Kommt, schreibt in die Kommentare, dass ihr euch gewonnen habt. Vergiss, auf welchem Kanal wir gerade sind. Das kannst du bei dir wieder machen. Werte Crasher, ihr wisst, wer recht hat. Ja? Ich gebe euch einen Tipp. Wer ist jetzt gerade am besten? Oh Gott! Klickt mal noch auf sein Gesicht hier. Ich weiß, das ist unangenehm, weil man sich dann nochmal angucken muss. Aber klickt einfach mal drauf, weil genau dort ist jetzt nämlich gerade der Link. Der Link. Ist das so? Kannst du das überhaupt einfügen? Ja, natürlich kann ich das einfügen. Boah, ist gut. Ich bin Pro. Wisst ihr, ich bin ein richtiger Pro. Der Link auf seinen Kanal, da gibt's die nächsten 10 Punkte über Michael Bay und da kann auch ich endlich mal richtige Argumente vorbringen. Und muss nicht auf solche Dinge eingehen. Also ich mach meine Argumente gut. Schreibt in die Kommentare, dass ich gewonnen habe. So. Er geht immer aus dem Bild, wie? Ihr wisst, wie immer, nach der Endcut gibt's noch einmal Frage für Fuma. Heute machen wir das Ganze aber etwas anders. Er weiß noch gar nicht, was genau ich mache, aber heute gibt's Frage für Yoshi. Oh shit. Werte Yoshi, warum sieht dein Zimmer aus, als ob es einem 10-Jährigen gehören würde? Verdammt, ja, weil ich irgendwie es immer versäumt habe, umzuräumen und ja, jetzt ziehe ich eh bald aus und dann habe ich keinen Bock mehr. Und das war das schlimmste Frage für Fuma ever. Denn es war nicht mal eine Frage für Fuma. Ja!